Hallo Leute, heute muss ich euch mal was zur Lagerung von Tabak erklären, und zwar, was ich dafür benutze, sind handübliche Zippe mit luftdichtem Verschluss. Hat jeder, weiß ich nicht, ob man es hier sieht, aber es schließt dann luftdicht. So, wenn man dann den Tabak da drin hat, nimmt man den, stellt euch jetzt einfach mal vor, dass der Tabak drin ist, presst die ganze Luft raus und dann macht man ins Gut. Also bringt ja nichts, irgendwas luftig zu verschließen, wenn noch so viel Luft drin ist. Okay. Den Zippern jetzt nicht schon mal abgaben. Die würde ich empfehlen für 50 bis 100 Gramm. Aber wenn ihr euch dann mal was Größeres kauft, zum Beispiel eine 250 Gramm Packung Havanna, benutze ich solche Teile. Das sind Einmachgläser von Ikea. Kosten nicht mal 2 Euro, haben eine ordentliche Größe. Passt genau 250 Gramm rein. Das Ganze hat hier oben eine Dichtung. Ein super Verschluss. Da drin ist euer Tabak echt gut aufgehoben. Und ich habe jetzt hier meine 250 Gramm Havanna Kiwi drin gehabt. Und ja, nach wie vor schmeckt er noch super. Also die Teile kann ich echt nur empfehlen. Nikea wird jeder in seiner Nähe finden. Die gibt es auch noch in anderen Größen. Das ist jetzt der kleinste, der passt super für 250 Gramm. Wenn man dann 500 Gramm Eimer Bisan oder so sich kauft, kann man halt dann auch zu den größeren kaufen, kosten einen Euro mehr. Ich hoffe, ich habe euch damit geholfen. Haut rein. Jetzt.